Herzlich willkommen zur kulinarischen Deutschlandreise der Deutschen Zentrale für Tourismus, hier heute im Marmet Food Lab in Zürich. Die deutsche Küche ist modern und weltoffen. Deutschland ist ein Paradies für Gourmets. Rund 300 Restaurants in Deutschland mit einem oder mehreren Michelin-Sternen. Die deutsche Küche ist so vielfältig, wie das Reiseland Deutschland an Angeboten, touristischen Angeboten zu bieten hat. Alle 16 Bundesländer haben ihre eigene regionale Küche, ihre Historie, die Geschichte dazu zu erzählen. Es gibt in Deutschland kein traditionelles nationales Gericht. Es ist die Vielfalt, die Deutschland auch in der Kulinarik auszeichnet. In Deutschland gibt es 13 Weinregionen, von Sachsen-Anhalt bis runter an den Bodensee. Überwiegend in Deutschland wird der Weißwein angebaut mit 66% Anteil. Die Sorte, die am meisten angebaut wird, ist Riesling, dafür ist Deutschland auch bekannt. Deutschland hat sogar das größte Weinfest der Welt in Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz. 600 Jahre Tradition, 700.000 Besucher und über 300 verschiedene Weine und Sekte. Definitiv eine Reise wert. Und auch über das Brot hat Deutschland eine Superlative zu verzeichnen. Es ist seit 2014 UNESCO-Welterbe, imaginäres Welterbe. Und 3200 Brotsorten sagen etwas über die Vielfalt aus. Roggen im Norden, Weizen im Süden, Dinkel ist momentan ganz stark im Aufkommen. Es gibt so viele tolle Geschichten auch über das Brot selber. Und natürlich sprechen wir über das deutsche Bier. Nicht nur das deutsche Reinheitsgebot, das exzellentes Bier in jedem Ort zu verköstigen gibt, sondern auch über die vielen Brauereien. Deutschland hat die höchste Brauereidichte in der ganzen Welt. 6000 verschiedene Biersorten, vom Bamberger Rauchbier bis zum Norden oben. Mehr herbes Bier im Süden, lieblicheres Bier. Und die liebste Biersorte der Deutschen ist übrigens Pils. Also, wenn man nach Deutschland geht, muss man einfach auch mal ein schönes Bier genießen. Und eine ideale Möglichkeit, Deutschland zu entdecken, ist eine der 150 oder vielleicht auch viele der 150 verschiedenen Themenstraßen, die Deutschland zu bieten hat. Nicht nur die romantische Straße, Weinstraße, Käsestraße, die Goethestraße, Burgen- und Schlösserstraße. All das sind Straßen, wo Highlights ausgewählt wurden und wo der internationale Gast zu seinem Thema oder zu seinem Bereich, was er gerne hat, Deutschland in seiner schönsten Art entdecken kann. Weitere Informationen unter unserem Hashtag Enjoy German Food, Culinary Germany.